Da sehen wir den Wagen, der vorfährt vor der neuen Wache und hoffentlich winkt die Königin. Auch gleich bitte der Dame mit der blauen Jacke, die hat es sich sehr gewünscht. Ja, das Bild, das wir gleich zu sehen bekommen, Rolf, wird viele an den Remembrance Day erinnern in Großbritannien, der 11.11., der ein wichtiger Tag ist in Großbritannien in der Erinnerung. Das war der Tag 11.11.1918, der Tag des Waffenstillstandes. Und der wird in Großbritannien immer sehr aufmerksam gefeiert von entsprechenden Organisationen, aber auch von der gesamten königlichen Familie. Man trifft sich dann am Cenotaph, das ist ziemlich um die Ecke vom Number 10 Downing Street. Und dort überreicht und legt nicht nur die Königin einen Kranz nieder, sondern das tut der Herzog von Edinburgh, das tut Charles, und zwar für ganz unterschiedliche militärische Einheiten. Eine feierliche Zeremonie, an die sie also durch ihr eigenes Vorbild in London sehr gewöhnt ist. Viele werden das Bild kennen, dann tragen alle rote Mohnblumen, die an die Kämpfe in Flandern im Ersten Weltkrieg erinnern. Jetzt aber die Königin hier vor der neuen Wache in Berlin. Die neue Wache ist ein Schinkelbau, ein offener Raum. Wir haben es vorhin gehört, in der Mitte ist diese Käthe Kollwitz-Statue zu sehen, eine Mutter und der tote Sohn im Arm. Also so eine Pietà, viele kennen ja das Bild einfach von Maria mit dem Josef, Jesuskind im Arm. So, jetzt habe ich es richtig. Und das ist so ein ähnliches Bild, bloß dass hier die Mutter den toten Sohn im Arm hält. Auch das ist üblich, die Uniformierten legen den Kranz nieder und das Staatsoberhaupt kommt und korrigiert noch die eine oder andere Blume oder das eine oder andere Spruchband. Jetzt fährt die Königin nach diesem ruhigen Moment ihres Tagesablaufes heute erstmal wieder zurück ins Hotel. Es wird heute aber noch weiteres Programm geben. Es ist eine Queen's Lecture geplant. Rolf, vielleicht können wir kurz erklären, was sie hat vor 50 Jahren bei ihrem ersten Staatsbesuch gewissermaßen diesen Vortrag, der einmal im Jahr gehalten wird, gestiftet. Und in diesem Jahr sind es halt auch 50 Jahre, dass über ein deutsch-britisches Thema geredet wird. Das Ganze findet in der Technischen Universität statt. Diesem Jahr ist es der Chef des British Museums, der noch Chef des British Museums in London, MacGregor, ein großer Deutschlandfreund,
der eine relativ beachtete Ausstellung über uns Deutsche und Deutschland vor kurzem im British Museum gezeigt hat. Die haben viele, viele Briten besucht. Und er wird eine Rede halten, die uns ein bisschen was über die Engländer oder über die Briten lehren soll. Über den wir uns dann auch bald in Berlin freuen dürfen, denn dann wird er hier das Humboldt-Forum leiten, also hier im Neuen Schloss. Ja, jetzt sehen wir, die Königin steigt in ihren Wagen, wird verabschiedet. Jetzt haben die Berliner noch mal die Chance, sie zu sehen durch die großen Fenster des Wagens. Jetzt fährt sie erstmal ins Hotel und heute Abend gibt es dann noch das große Staatsbankett beim Bundespräsidenten. Also vor dem Schloss aufstellen lohnt sich heute noch mal, Rolf. Und ein voller Tag für die Königin, das muss man wirklich sagen. Ein voller Tag für die Königin, den wir hier sehr gerne